Im Lieferumfang des BMW i8 befindet sich das Fahrzeug, der Sitz, die Räder, die Windschutzscheibe, das Lenkrad, die Spiegel, die Fernsteuerung, die Motoren, zwei Abdeckungen für die Motoren, das Ladegerät, die Anleitung und das Aufbaumaterial. Öffnen Sie die Abdeckung des Lenkrads mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Legen Sie die erforderlichen AA-Batterien für das Soundmodul ein und verschrauben Sie die Abdeckung wieder. Sie können nun das Lenkrad auf die bereits vormontierte Lenkstange aufsetzen und mit der mitgelieferten Lenkradhalteschraube und einem Kreuzschlitzschraubendreher befestigen. Lösen Sie mit dem im Lieferumfang befindlichen Radschlüssel die Muttern der Vorderachse und entnehmen Sie eine der beiden Unterlegscheiben. Stecken Sie das Vorderrad auf die Achse auf und legen Sie die entnommene Scheibe auf das Rad. Sie können das Vorderrad nun wieder mit dem Radschlüssel festziehen und die Radzieherblende aufklipsen. Wiederholen Sie nun den gleichen Arbeitsschritt. Für die Montage der Hinterräder schrauben Sie auch die Muttern der Hinterachse ab. Stecken Sie den entsprechenden Motor auf die Achse. Die jeweilige Seite ist auf dem Motor markiert. Verbinden Sie das Kabel des Motors mit dem Kabel im Innenraum des Fahrzeugs. Stecken Sie das Rad auf die Hinterachse und fixieren Sie dieses mit der Radmutter. Klipsen Sie auch bei den Hinterrädern nach Montage die Radzieherblende auf die Räder. Die im Lieferumfang befindlichen Motorabdeckungen werden mit jeweils 4 Kreuzschrauben im Innenraum des Fahrzeugs mit einem Kreuzschlitzschraubendreher befestigt. Nach dem Zusammenfügen des roten Batteriehauptsteckers können Sie den Sitz auflegen und auch diesen mit 2 Kreuzschrauben und einem Kreuzschlitzschraubendreher befestigen. Sie können nun die Spiegel und die Windschutzscheibe einstecken. Das Fahrzeug wird über den An-Ausschalter eingeschaltet. Der linke Hebel steuert die Fahrtrichtung, der rechte Hebel steuert die Geschwindigkeitsstufen. Mit dem Soundmodul können Sie die Musik über USB, SD-Karte und AUX abspielen und die Lautstärke variieren. Die Hupe und das Radio lassen sich über die Knöpfe auf dem Lenkrad steuern. Das Fahrzeug kann zudem über eine 2,4 GHz Fernbedienung mit First-Funktion gesteuert werden. Sie haben immer die volle Kontrolle. Der 3-Punkt-Gurt und die Bremsautomatik sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit. Die hintere Federung und die IVA-Weichgummireifen sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl. Die Softstart-Automatik garantiert ein sanftes Anfahren. LED-Scheinwerfer und Heckleuchten bieten eine klare Sicht. Zwei 12-Volt-Motoren mit insgesamt 50 Watt bieten eine starke Fahrleistung. Durch den komfortablen Ledersitz wird die nächste Fahrt zu einem wahren Erlebnis. Wir wünschen viel Spaß mit dem Fahrzeug.